Wir suchen dringend Torhüter für unsere Mannschaft, damit wir keine zweistelligen Klatschen mehr kassieren. Dafür haben wir ein Torwart-Casting organisiert, bei dem wir die Teilnehmer genau unter die Lupe nehmen. Am Ende entscheiden wir, wer von den 5 Kandidaten in unsere Mannschaft kommt. Erstes ganz normal einschießen, ein paar Dropkicks in die Hände und dann. Kommt zwei rein, machen schon mal. Sind die Jungs rein? Ja, oder? Ja, schauen wir. Okay, das. Hoffentlich ist da einer dabei, sonst muss Hugo reingehen. Bälle können Sie festhalten. Jetzt mal ein gefährliches. Pass auf, noch zwei dabei. Noch zwei. Ja. Hat er den? Leider, der war nicht gefangen. Ich glaube, wir sollten jetzt mal mit einer klassischen Lattenschieß-Challenge starten, um zu sehen, was die Jungs da so drauf haben. Das ist aber wichtig für den Abstoß, um den ja auch perfekt zu platzieren. Präzise den Ball zum Mitspieler spielen können. Deswegen starten wir mal mit der Lattenschieß-Challenge. Let's go. Schade. Das war ein guter Abstoß, das habe ich gesehen. Ei, es soll nicht sein. Er hat schon die Nummer 1 hinten auf dem Rücken. Wird er auch unsere Nummer 1? Hui! Nope! Ei, es soll nicht sein. Schade. Noch kein Treffer hier. Egal, weiter, Leute. Wenn man den Namen Lars hat, dann muss man auch die Latte treffen können. Knappes Ding. Der Lars will es aber wissen. Das war der Pfosten. Der rechts unten kann er. Knappes Ding. Der nackelt die Abschüsse dann auch immer. Nope. Nee, es soll nicht sein. Komm, der letzte, konzentrier dich. Kein Treffer, ne? Und nur noch Meli jetzt hier. Ei, mein ganz viel Gefühl hier. Nope. Der nächste ist so knapp. Setzt er den jetzt an die Latte? Nein. Mensch, Jungs. Ihr könnt alle in die Mannschaft. Das ist perfekt, Alter. Keiner trifft. Mario, unser Torwart-Trainer, kann erst besser machen als Kreisliga C. Sonst steigst du direkt wieder in die Kreisliga C ab. Nächste Übung, nicht. Darfst du jetzt in die Mannschaft, Mario? Verlässt Aachen für uns? Ausnahmsweise. So, was passiert jetzt? Auf Mann stehen flach. Kennt ihr doch, oder? Ja. Stark. Boah, Katze! aber das gefällt mir da links unten. Ja. Du weißt, wenn man den links unten hat, Alter. Dann ist man schon gut. Okay, der nächste. Wie heißt du nochmal? Timo, ne? Timo, ja, Timo. Okay, los geht's, Timo. Mein Favorit jetzt im Tor hat meinen Vornamen, hat er geklaut. Den würde ich jetzt schon nehmen. Den Stürmer können wir auch direkt rausnehmen, Alter. Nächste Video, Stürmer-Casting. Was ist denn da los, Musti, Alter? Biest. Schieß nicht, weil Schuss. Kein Problem. Ist angekratzt. Stark, Meli. Komm, Holz, willst du noch einschießen? Wow. Den muss man haben. Gut, Meli. Schade. Sah gut aus. Das ist auch das Wichtigste. Muss gut aussehen für Video. Musti mit einem Mordor-Schuss. Den hat er. Auch stark, ey. Lass doch den Spidey nehmen. Ja, siehst du, ich zieh jetzt so rein. Stark, John. Stark, John. Stellt sich vor aufs Bild. Super, John. Mach hier und schieß wieder daneben. Boah! Mario, mach Dance Moves. Boah! Du
Ich glaube, die Entscheidung ist gefallen, oder? Also erste Entscheidung, Jan raus. Und ja, hol rein, Junge. Raus, ja? Wenn jetzt nicht triffst, Junge. Komm, wir machen Wette. Wenn jetzt nicht triffst, startest du nächstes Spiel nicht. Okay. Komm. Okay. Hör mal auf, Alter. Wie erstmal sagt, okay, ja? Triff doch einfach. Ja! Los, geh da mal. Los. Lars muss natürlich einen reinhauen. Wir brauchen nicht zwei Larse hier. Einer schon zu viel. Boah, ist nichts für den. Ecke rausgeholt. Ja, Ecke. Die bringe ich jetzt und dann Tor. Ey, hat er rausgeguckt, das ist die Aura. Aura, Alter. Oh, ja. Ja, laberst du, Alter. Janis! Junge! Was war das denn, Alter? Das wäre der Verteidiger gewesen, Junge. Der Verteidiger kann auch da reingrätschen. Ja, komm, Mario, nimm die mal zur Brust. Bisschen, ne? Muttermilch. Wir besprechen uns jetzt. Komm, Besprechung mit der Mannschaft. Komm, Jungs. So, wir haben die jetzt alle ein bisschen gesehen. Jungs. Okay, was sagt ihr? Eure Meinung hier? Klar, erster Favorit ist Timo, zweiter ist Meli. Okay. Was höre ich hier so für Stimmen? Ja. Pablito. Für den Schalker Jungen. Der Schalker Jungen macht's? Ja, gut Technik. Okay, wir alle sind uns einig, dass der Schalker Jungen in die Mannschaft soll, oder? Oh, einen zweiten Dortmund. Wenn der Dortmund-Trikot trägt, nächstes Mal. Okay. Ja, schauen wir uns mal an, was sie jetzt noch so machen, aber sieht gut aus. Bis jetzt nehmen wir 100% den Schalke-Torwart. Wir, ne? Du bist schon in der Mannschaft, oder? Auch wenn es Schalke ist. Gehöre ich zur Mannschaft? Ja. Du bist Runterholer, immer nach Spiel. Jawohl. Ja, jetzt nochmal hier ein bisschen Abschüsse aus der Hand. Mario Bratte da hinten spielen. Dann schauen wir mal, wer hier weiter ist. Oh, stabiles Ding! Stark! Was aus, Alter! Schade. Da wäre aber der Eli gewesen. Holzi! Boah, ich bin der Neue. Ja, gutes Ding. Hat der Mario noch? Okay. Also wir haben uns jetzt hier beraten, auch mit Mario Bratte, mit der ganzen Mannschaft. Und ich glaube, unsere Entscheidung ist gefallen. Ja, jetzt geht's erstmal in den Recall, also Reball. Drei Leute kommen jetzt weiter. Ja. Hast du eine Rose für die? Nee, dann nehmen wir drei Bälle und wir geben den drei Leuten. Oh, schlau der Holzi. Okay, ab zur Entscheidung, wer ins Finale kommt. Zwei sind jetzt vorzeitig raus. Jeder gibt jetzt seinem Torhüter seinen Ball und der ist im Finale dann. Wen gibt er denn jetzt, Alter? Oh, stark. Ohne Liebesbekenntnis hier. Sehr gut. Also Leute, ihr habt alle gut gemacht, ne? Gut angestrengt, ne? Ist kein gutes Deutsch. Wir gehen noch mal kurz in die Werbepause. Ah, wer bekommen die, ne? Wer bekommen die? Die letzte Euro-Ball. Das hast alle gut gemacht, Jungs. Also lass nicht den Kopf weg. Das ist auf jeden Fall. Jegor! Wir brauchen dich auch mal. Komm mal ran hier. Jegor beim letzten Spiel im Kasten gewesen. Ne? Wie viele Tore hast du kassiert? 5. 6. Ja. Ah! Bam! Oh, immer ein niedriger so. Das war aber das erste und das letzte Mal, dass du ins Tor gehen musst. Wir haben jetzt neue Torhüter hier. Also ja nur die drei hier. Ewig. An! Lars 2.0! Lars hat geschafft! Einfach wegen seinem Namen. Geiler Name, Bruder. Der hat auch gut gekämpft. Aber ja, richtig Kopf hängen lassen. Geil, dass ihr dabei wart. Wir haben leider nicht so viel gesehen. Aber ihr habt auf jeden Fall Ehrentickets. Wir gehen jetzt ins Finale, denn wir nehmen nur zwei von diesen drei Torhütern auf. Wir starten jetzt die letzte Elfmeter-Challenge. Jeder nochmal drei Elfer. Also jeder Torhüter kriegt drei Elfer auf den Kasten. Richtig. Sehen wir mal, wer in der Mannschaft landet. Ihr könnt auch euren Favoriten gerne in die Kommentare schreiben. Hier, Lars. Wer ist der andere? Meli. Wer ist der andere? Timo, genau. Timo. Die drei sind Finale. Schreibt eure Favoriten und wir starten jetzt die Challenge. Meli, der Erste im Tor. Ui! John will schon wieder schießen, wie ein Kleinkind. Ei! Dafür schießt er daneben. Da war ich diesmal nicht. Wird der jetzt mal einhalten, der Meli? Ah, lucky. Komm, Timo. Oh, was ist hier los? Oh mein Gott! Er ist gekauft, Junge! Ich geb dir sogar noch Fuffi. Nein, schneid das raus. Ich wär dich, ne? Oh, oh, das
Was ist mit dem Typen los? Hey, ist unter Druck, Alter. Alter, ich glaube, uns ist allen klar, dass der gekauft ist, der Junge. Oh! Das musste sein, ne? Das musste wieder sein, du Dreckiger. Was ist ein Mensch? Ist er ein Mensch? Ist er überhaupt ein Mensch? Ist er menschlich, Leute? Come on, la. Oh, der erste Sitz. Zweiter Elfmeter. Oh, den hat er. Und der dritte. Die Jury muss sich wieder beraten. Und dann sehen wir uns gleich bei der Entscheidung. Ich glaube, für niemanden hier ist es eine Überraschung, dass Timo safe dabei ist. Herzlichen Glückwunsch hier. Du hast dich durchgesetzt, krass gemacht. Über das Trikot müssen wir dann auch noch mal reden, aber... Wir hoffen, du hast dann auch immer Zeit für die Spiele und die Trainings. Ne, aber kriegen wir schon hin, ne? Glückwunsch. Dankeschön. Jetzt voten wir einfach mal. Voten für einen der beiden. Ja, beide gut gemacht auf jeden Fall. Aber es kommt erstmal nur einer weiter in die Mannschaft, ja? Das heißt, wir gehen einmal hier reihum um und du sagst, für wen du bist. Meli oder Lars? Ja, Lars hat einen guten Elfmeter gehalten. Meli zwar nicht, aber Meli war bei den anderen Sachen gut. Ich entscheide mich für Meli. Eine Stimme für Meli. Das heißt, du noch eine, ich noch eine? Ich nehme natürlich Lars. Weil du bist mein Namensvetter, du bist allein durch den Namen weiter. So, du darfst alles entscheiden. Rutsch wieder bei mir, Alter, ich fühle mich wie der Bachelor. Er hat auch einen Elfer gehalten, ne? Aber Meli, du warst auch sehr gut in der Vorbereitung. Ne? Also, beide sehr stabil. Ich mache nicht diese RTL hier Spannung, die ist das. Meli! Herzlichen Glückwunsch, Meli! Schade, Lars. Schön, Meli. Willkommen in der Mannschaft. Lars, trotzdem gut gekämpft, super gemacht. Zwei neue Torhüter am Start, super. Fair Play. Okay, geil. Wir haben zwei Torhüter, endlich Torhüter, keine Feldspieler mehr. Aber ich hoffe, ihr könnt auch. Wenn ich zum Spiel komme, Alter, dann prüfst du eure Strafe. Ach, wir müssen auch noch zum Spiel kommen, Alter.